Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier von Production Line. Das Spielchen macht gut Spaß und wir sind hier eigentlich sehr gut unterwegs, haben eigentlich finanziell zurzeit keine Probleme, haben schon die Forschungsabteilung leicht vergrößert und unsere Energieversorgung verbessert und schon jetzt zwei Autos parallel hier durch diese langwierigen Zeiten am Durchmarschieren. Das heißt, dass wir jetzt mehr Autos auf jeden Fall rauskriegen pro Stunde. Es dauert nicht mehr allzu lange. Und jetzt sind wir dabei, hier ein bisschen die Ausstattung der Fahrzeuge zu verbessern. Dafür müssen wir aber noch was erforschen. Jetzt kommt das Langwierige, die Armaturenspezialisierung und dann danach die Klimaanlage. Und wenn wir das haben, ist aber auch schon eingeplant, dass wir dann Lederinnenausstattung und die Effizienz wollen wir auch noch verbessern. Ich glaube nicht, dass wir es das unbedingt brauchen sofort. Dann lassen wir das mal weg und kümmern uns weiter um Technologien. Technologien, die wir dann einbauen könnten. Das sind dann hier natürlich erstmal nichts. Da brauchen wir Spezialisierungen, die wir nicht haben. Felgen, Karosserie, Spurtesystem, das geht auch nicht. Da brauchen wir nämlich Türen. Die Servolenkung geht dann noch nicht. Aber das hier würde gehen. Scheinwerfermontage würde freigeschaltet werden. Die ich meine, die müsste dann auch. Jetzt bin ich gespannt. Scheinwerfermontage, die ist hier ja schon. Genau. Also das könnten wir machen. Gehen wir wieder in die Forschung rein. Zubehör. Ja, wir können einfach mal alles anklicken, ne? Technologien, das wäre richtig. Alle Technologien, Klimaanlage, wird ja noch kommen. So, Scheinwerfer. Also brauchen wir das hier. Fahrassistenzsysteme, aber nicht unbedingt. Damit wir adaptives Kurvenlicht machen können. Tempomat, Felgen. Zentralverriegelung brauchen wir Türen. Genau wie die Alarmanlage. Klimaanlage machen wir schon. Klimaautomaten nicht. Heizung. Armaturenspezialisierung. Armaturenbrettmontage. Das können wir dann als nächstes machen, geht aber zurzeit einfach nicht. Warteschlange hinzufügen. Schaltet. Benötigt Armaturenbrettspezialisierung. Da sind wir eigentlich ja gerade bei. Ja, genau. Dann machen wir die Heizung. Zur Warteschlange hinzufügen. Wir werden auch dann gucken. Schiebedach. Ja, Karosserie-Spezialisierung machen wir jetzt nicht. Ja, Türen auch nicht. Aber Türen ist auch echt viel, was man da einbauen kann. GPS. Automatische Scheibenwischer. Können wir machen. Das heißt, machen wir das mal zur Warteschlange. Zur Warteschlange. Verstellbare Sitze. Automatische Frontscheinwerfer. Lenkhilfe. Automatische Heckklappe. Das geht natürlich nicht, aber wir könnten auch automatische Frontscheinwerfer machen. Das braucht aber lange. Verstellbare Sitze ist noch recht human von der Entwicklungszeit her. Leistungsmerkmale. Das geht natürlich alles hier gar nicht. Und das war's dann erstmal. Jetzt können wir eben die ganz teuren Sachen, ne? Sitze aus Nalpalmleder, verchromte Armaturen. Aber hier könnten wir dann wirklich die Armaturen dann machen, ne? Für so ein Luxusauto. Panoramaschiebedach. Armaturenbeleuchtung, also Innenbeleuchtung. Na, das beheizte Sitze, ne? Ist auch ganz toll. Klimaautomatik, also Heizung ist das nächste, was wir dann. Er geht noch nicht in die Warteschlange. Ja, dann können wir richtig nobel werden. Aber wir kümmern uns hauptsächlich erstmal nur um das da, ne? Also um die Verbesserung, damit wir diese Limousine, die wir bauen können, vielleicht auch irgendwann in mehr Sachen machen können. Verschiedene Dinge. Ich weiß aber auch nicht, wenn ich mir den Markt anschaue, muss ich auch vielleicht ein bisschen mehr Werbung machen. Weil Oberklasse würden noch viele Leute kommen und was kaufen. Ich weiß jetzt nicht, ob das denn reicht. Also vielleicht nicht nur verbessern. Vielleicht sollte ich auch sagen, pass auf, wir gehen mal in die Verwaltung und Marketing. Verwaltung. Marketing, Privatwerbung, so, zack, zack, das dauert auch lange. Wenn wir dann Klimaanlage, Leder, Heizung, komfortable, ja, Verwaltung, machen wir es einfach mal. Ne, wir machen verstellbare Sitze nach unten. So, automatische Scheibenwischer, auch das ist ja noch Spielerei, die wir später brauchen. Wir wollen jetzt mal Werbung machen. So, Forschung anzeigen. Jetzt kommt die Klimaanlage. Wir können jetzt hier
theoretisch eine Planung noch weitermachen. Ich glaube aber jetzt ohne Klimaanlage. Ja, wie breit ist die, ne? Armaturenbrett? Nein, wollen wir nicht. Wir wollen das ja verteilen hier, so Innenraummontage. Könnte jetzt so aussehen. Ich weiß nicht, wie, ob Klimaanlage auch zwei braucht. Wir machen mal hier die Entwürfe. So. Ne? Innenraummontage. Und dann Bedienelemente. So verstehe ich das, dass wir das so machen müssen. Und hier kommt dann noch die Klimaanlage zwischen. Ja. So soll es dann laufen und dann zurück. Und das brauchen wir 85. Ist nicht teuer, das zu realisieren, sage ich mal, oder umzusetzen. Schon mal sehr gut, aber wenn wir denken, dass überall zwei Leute stehen, haben wir deutlich mehr Personalkosten. Aber wir nehmen auch richtig viel ein zurzeit. Aber es wechselt, ne? Schwankungen hier sind drin. Aber ich glaube, das können wir uns durchaus leisten. Also läuft mit dem Geld, ne? Also so Kredite sind auch immer recht teuer. Aber es ist sehr, sehr lobenswert, dass wir das jetzt so gemacht haben. Und wir sehen's. Auto 5 Stück, das geht. Wenn da 5 rumstehen, finde ich jetzt nicht zu tragisch. Vielleicht können wir die Forschung tatsächlich noch wieder einen ausweiten. Ist das schon gebaut? Das ist schon gebaut, ne? Innenraummontage. Ich glaub's ja nicht. Hat er das doch gebaut? Na gut. So, die Forschung. Machen wir weiter. Und ich hoffe mal, dass uns das jetzt nicht auffrisst, wenn wir 2 dazu bauen. Aber zumindest bringt uns das gut vorwärts. Ja klar, die Ausgaben steigen jetzt. Durch den... ne, aber wir sehen, die Einnahmen waren ja auch immer deutlich höher zwischenzeitlich, immer gleich. Aber wir haben jetzt hier sehr viel eingenommen. Und wir gehen mal davon aus, dass es nicht abreißt oder erstmal so bleibt. Okay, dann können wir in Ruhe forschen. Wenn die Klimaanlage fertig ist, freue ich mich schon. Und dann können wir nämlich hier ein bisschen rumreisen. Und hier deutlich was auf Vordermann bringen. Ja. Das geht alles. Klimaanlage, da ist sie. So, Forschung anzeigen brauchen wir nicht, aber wir können jetzt tatsächlich unsere Fabrik umbauen. Ich will mal gucken. Zubehör, Klimaanlage. Und tatsächlich, wir sehen es. Können wir so hinbauen. Entwürfe kaufen, alles kaufen. Wie sieht das? Zack, ist es gebaut. Förderband. Das müssen wir abbauen. Zubehörmontage. Genau wie das stellenweise hier auch. Und wir werden jetzt natürlich sagen, pass auf, dadurch, komplett dadurch. Und dann haben wir alles soweit gemacht. Wir kommen ja bis Bedienelemente, ne, ja. Nur umgeguckt, ob die genauso aussehen. Und dann müssen wir unbedingt da entlang gehen. Ja, das war's schon. Was brauchen wir natürlich noch? Wir brauchen noch die Förderbänder hier. Die sind aber hier sehr einfach. Wir sehen's. Das verlängern wir dort. Und damit wir vielleicht, haben wir da noch irgendwo etwas. Wir könnten den noch dazu packen. Ich glaube, das mache ich einfach, damit wir da keinen Stau bekommen. Ich weiß noch nicht. Ich werde es mal so platzieren hier. Der kostet natürlich immer ein bisschen Geld, aber es ist mir das wert. Und ja, jetzt haben wir es gleich soweit. Die Ressourcen müssen mich jetzt kommen, aber da kommt alles an. Und die Autos laufen da schon mal durch. Ja, und jetzt können wir das Auto gleich schön immer, oder alle Autos mit Zubehör, Heizung hat auch jemand anders das schon erforscht, super, aber wir können unsere Autos gleich verbessern. Noch haben wir, doch, wir haben eine Klimaanlage, die wir einbauen können in unsere Metello. Würde ich auch sagen, das machen wir, da kommt die Klimaanlage auf jeden Fall rein, in den Kompaktwagen natürlich erstmal nicht, ne, was soll das auch? Ich weiß gar nicht, wie steht das hier rum, Metello. Die Kompaktwagen, die gehen ja auch. Die sind auch nicht mehr, gar nicht so viel da. Und zu rechnen auch schon 30%. Hier sind es 40. Und ja, das wird schon irgendwie klappen. Klimaanlage fehlt bei einigen. Ich werde es aber nicht nachrüsten. Das wird sich schon verkaufen.
So, da kommen jetzt die Autos. Und wir könnten auch hier ohne weiteres noch weitere Produktionsstrecken daneben packen. Allerdings wüsste ich nicht, ob wir jetzt mehrere Autos dann verkaufen könnten überhaupt. Noch parkt sich sehr viel dort. Wir haben produzierte Autos 0 zurzeit bei der Kompaktklasse und produzierte dort einen, aber müsste sich bald wieder ändern. Ja, ja, ja. So, was forschen wir eigentlich jetzt? Wir forschen jetzt Liederinnenausstattung. Auch die werde ich dann natürlich. Und dann kommt Komfortmerkmale. Was war das auch noch? Ach so, ja. Und dann kommen die speziellen Dinge wie verstellbare Sitze, elektrische Fensterheber. Ist natürlich günstig. Dann können wir aber automatische Scheibenwischer ist auch hinten. Also Komfortmerkmale machen wir dann tatsächlich etwas nach hinten weiter. Habe ich jetzt durcheinander? Also Heizung ist jetzt oben. Das will ich, soll ja gar nicht. Ich meine, doch, können wir auch noch oben lassen. Verwaltung, Komfortmerkmale. Okay, so machen wir das. Ja, die Autos laufen hier schön durch. Wir haben weiterhin Profit pro Stunde. Wir sehen das am besten hier mit der grünen. Die grüne Linie müssen wir gucken. Und die ist größer als die Ausgaben. Hier gerade vielleicht gerade ein bisschen gleich gewesen. Und zwischendurch natürlich durch Ausgaben auch nicht gerade gut. Aber können wir so lassen. Und jetzt alle Slots upgraden. Kostet 5000. Das machen wir natürlich. Modell bearbeiten. Auch hier ist natürlich das so, dass der Metello dieses enthält. Und dann geht's weiter. Ja. Ungenügend Ressourcen. Ist natürlich ärgerlich. Es sind jetzt nur Metellos. Ich hoffe nicht. Ja. Siehst du, jetzt haben wir unseren Luxuswagen oder so schon ein bisschen besser ausgebaut. Hier sind natürlich welche, die noch nicht richtig ausgestattet sind. So wie der hier. Klimaanlage hat er wohl. Aber naja, es wird auch immer verkauft. Rabatte. Autos hat keine allgemeinen Merkmale. Bei denen allgemeine Merkmale fehlen. Mhm. Auch 25%. Machen wir mal. Mal gucken, was passiert. Aber joa. Zurzeit steigt das alles dort sehr doll an. Ja, der Markt, wie sieht es aus? 9,5, einer verkauft, produzierte Kompaktwagen. Irgendwie mache ich da wenig. Ich weiß nicht, ob es gerade nicht die Kompaktwagenzeit hier ist. Doch, jetzt kommen wieder Kompaktwagen raus. Und ja, da haben wir auch wieder verkauft, produziert zwei Stück. Ja, gerade die Produktion gewechselt wahrscheinlich. Wettbewerbsfähig sind wir auch mit 62%. Marktanteil sind 5%. Na gut. So, neues Upgrade-Bedienelement montieren und eine andere Upgrade alles. Modell bearbeiten, Heizung. Heizung können wir natürlich in beiden einbauen. Machen wir mal, dass wir sagen, okay, beide Autos, natürlich eine Heizung ist ganz wichtig. Und dann wird das besser werden und ich weiß nicht, Rabatte für Fahrzeuge. Machen wir neue, die jetzt länger als 10 Stunden, machen wir mal die länger als, ja, wir erhöhen das schon mal auf 25 hier, bei 10 Stunden und bei mehr als 15 Stunden machen wir auch 30% Rabatt, so, oder 35, natürlich ist das recht viel, aber passt schon. So, die Einnahmen. Wie sieht es da aus? Ja, weiterhin recht gut. Über den Ausgaben. Einmal unter den Ausgaben. Die Ausgaben haben sich leicht wieder zurückgebildet. Ich weiß gar nicht, ich gebe auch dauernd was aus. Aber ich glaube, dass wir durchaus noch sonst so positiv sind. Strom ist natürlich, was haben wir hier? Kompetent einkaufen machen wir viel. Die Miete, Löhne ist natürlich klar. Forschungslöhne sind auch hoch. Und die Rohmaterialien, aber Strom ist sehr, sehr gering. Komponenten einkaufen ist natürlich sehr viel. Wir können aber auch irgendwann selber die Komponenten erstellen und ich glaube auch verkaufen. Da müssen wir nur für den Export etwas machen. Wie das schon funktioniert, weiß ich noch nicht.
Würde ich vielleicht wahrscheinlich vorher noch abspeichern oder sollte ich vielleicht das machen, ne? Das 13.900. Aha. Manchmal geht's, manchmal nicht. 15 Autos, ne? Wir haben jetzt viel da rumstehen. Einige auch, die noch nicht so ganz richtig verbaut sind. Ansonsten. Ja, ich weiß nicht. Sollen wir den Preis ändern? Wir sehen ja auch, dass es sich staut hier. Was haben wir denn? Der Metello ist mit 12 Autos im Verkaufraum, Compacto mit 5. Ne? Dann könnten wir sagen, was machen wir denn jetzt? Machen wir den Metello günstiger? Wie teuer ist er denn? 44.000, da verdienen wir auch ordentlich dran. Und vielleicht sollen wir sagen, okay, machen wir mal Sonderangebot 35.000, das ist ja deutlich weniger. Produktionskosten 16.000, der ist 15, fast leicht teuer, ne? Heftig. Aber das Soundsystem, das kommt auch jetzt rein hier. Das wird auch besser ausgestattet. Der Kompaktwagen mittlerweile, ne? Klima und Leder ist natürlich erstmal noch nicht vorgesehen. Das ist nur für den Metello. Der Metello ist günstiger geworden. Und der Compacto darf vielleicht auch ein bisschen günstiger sein. So. Ja, und das war's wieder von dieser Folge. Schön auf Pause drücken. Mal gucken, ob wir in der nächsten Folge aus 19 deutlich weniger kriegen. Ich bedanke mich wieder mal fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Hier, lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.